Ja, meine Frage ist dahingehend, 2018 scheint also das Europäische Parlament die Abschaffung des Bargeldverkehrs einschränken zu wollen, beziehungsweise abschaffen zu wollen. Und jetzt natürlich meine Frage an das Team Stronach. Wie verhält sich das Team Stronach jetzt zu dieser neuen, neuerlichen Unfreiheit der europäischen Bürger, die hier geplant sind? Ja, Sie haben es schon beantwortet, es ist eine neuerliche Unfreiheit. Das heißt, man versucht den Bürger noch mehr zu gängeln. Man versucht den Bürger unter Kontrolle zu kriegen. Denn Bargeld ist auch eine gewisse Art der Freiheit. Wenn ich Bargeld habe, kann ich selbst entscheiden, was ich damit mache. Ich habe eine gewisse Freiheit und ich bin vor allem unkontrolliert. Wenn das Bargeld abgeschafft ist, gibt es keinen Bereich mehr, der unkontrolliert ist. Das heißt, jeder Bürger wird bei jeder Transaktion, bei allem, was er tut, permanent kontrolliert. Weil jede Buchung ist nachvollziehbar. Und das ist genau der Hintergrund. Der Hintergrund ist, dass man im Moment ein Steuersystem hat, das mit 42% Steuer- und Abgabenquote unglaublich hoch ist. Und es gibt diese Lafferkurve, die sagt, wenn die Steuern steigen, sinkt die Steuermoral. Und ab einer gewissen Steuerhöhe zahlt man nicht mehr Steuern, weil die Leute einfach dann Notwehr betreiben und die Steuern hinterziehen. Und das will man umgehen. Das heißt, man plant jetzt schon vor, dass wenn man die Steuern noch stärker erhöht, noch mehr über diese Wahnsinnsgrenze von 42%, wo wir ohnehin schon liegen, dann geht das nur, wenn man das Bargeld abschafft, weil dann kann sich der Bürger nicht mehr wehren. Das heißt, er hat keine Möglichkeit mehr, sich dieser Steuer zu entziehen und man kann ihn noch weiter auspressen. Und das ist der Hintergrund. Das heißt, man hat die totale Kontrolle über jeden, man weiß alles und man kann die Steuern erhöhen, ohne dass sich der Bürger daraus entziehen kann. Und das ist eine Katastrophe. Und da werden wir natürlich kämpfen wie die Löwen, dass das nicht passiert. Es gibt aber unglaubliche Tendenzen, das zu tun. Auch die Banken sind sehr interessiert daran. Und zwar liegt das daran, Bargeld durchbricht den Kreis, den Geldkreislauf im Sinne von Zins und Zinseszins. Und die Banken verdienen nur, wenn das Geld im Kreislauf ist. Aber Geld ist nur dann im Kreislauf, wenn es von einem Konto zum nächsten gebucht wird. Immer dann entstehen Gewinne für die Banken. Wenn aber Bargeld in der Geldtasche modert und nicht ausgegeben wird, wird dieser Kreislauf unterbrochen. Das heißt, die Banken verdienen kein Geld. Und das ist der Grund, warum die Banken wollen, dass dieses Geld einfach immer von einem Konto aufs andere gebucht wird, um ihre Gewinne noch stärker zu erhöhen und diesen Bargeld-Umlaufkreislauf zu beschleunigen und die Geldmenge noch mehr anzuheizen.